Was geht ab, meine Freunde? Hier ist euer Genia Walk 3 und heute haben wir eine Spezialfolge. Und zwar, wir haben einmal das neue Talent, was Dortmund gekauft hat für mehrere Millionen. Das ist einmal der Isaac. Und ja, dann gibt es jetzt auch ein Ultimate Team, ich glaube schon ein bisschen länger oder seit kurzem, das weiß ich nicht. Also ich habe ihn jetzt auf jeden Fall entdeckt. Und ja, und ich habe jetzt um ihn ein Team gebaut und ich will natürlich gucken, ob der Aubameyang vertreten kann oder nicht. Der Typ ist sau jung. Wir gehen jetzt erstmal gleich hier rein. So, siehst du, da ist er schon mal zu dämlich. So, Online-Einzelspiel. Und dieses Team haben wir jetzt gebaut, also komplett Dortmund-Team. Und hier haben wir Isaac, 21.09.1999 geboren. 3 Sterne schwacher Fuß, Spezialbewegung 2, das muss er noch lernen, mein Freund. Und ja, wir haben ihm den Chemistry-Style, haben wir den Hunter gegeben. Und ich würde sagen, wir können eigentlich gleich ins Team, ihr seht's, Erstbesitzer, beziehungsweise Erstbesitzer, 0 Spieler, 0 Tore. Und dann haben wir hier noch schön Guerrero-Tots, dann haben wir Pulisic-Tots, Kagawa-Man of the Match und Sokratis, also komplett Dortmund-Team. Und die werden sowieso nicht zum Einsatz kommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Let's go. Okay, Gegner gefunden. Das ist Bentley. Und wir haben Isaac. Ja, oh, wir spielen in Gelb, Kollege. Gucken wir mal. Jo, okay. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, das Team, muss man sagen. Ich spiele gegen Bentley und Isaac. Mach uns alle Ehre, mein Freund. Mach uns alle Ehre. Batra Claire, wunderbar. Jetzt Isaac. Boah, der ist aber verdammt groß. Und Kagawa. Shinji Kagawa. Schöner Pass. Isaac. Schöner Pass. Pulisic. Oh, ich finde, da ist noch Luft nach oben. Gesehen. Er hat's richtig drauf. Runter. Oh. Nein. Birki! Oh, Pischek, Junge, rettet. Oh. Birki. Das ist hier immer das Erste. In der 22. Minute von und so? Nee, Santos. Aber die Namen sind fast ähnlich. Isaac, Pulisic, jetzt Kagawa, Hingi Kagawa zu Isaac. Isaac, ey Schiri! Alter, ey, das geht doch nicht. Bastard. Junge, Isaac. Junge, der ist aber groß. Ganz leicht. Zu leicht. Oh mein Gott, Isaac. Isaac! Okay. Alter, Katze, Junge. Katze, was ist denn da los? Sehr gut. Jetzt unser. Isaac, schöner Pass, Kagawa! Junge, Alter, was ist mit denen los? Ey, die treffen einfach nicht. Die treffen das scheiß verfickte Tor nicht. Und Pulisic! Ey, das ist doch nicht wahr. Ja, das passiert halt, wenn man vorne die Dinger nicht macht, ne? Dann kriegt man schön die Gegentore. Alter. Also den Torwart wollen wir keine Vorwürfe machen. Der hat eigentlich jetzt 1-2 gute Paraden gehabt. Situationen, aber irgendwie
So, Mittelfeld, Sturm, fruchtet nicht ganz. Jetzt Isaac. Isaac! Junge, was für ein strammer Schuss. Boom! Der Star, was für ein Ding. Keine Chance für Lloris. Schönes Ding, Junge. Schönes Ding. Du Japanese. Isaac! Boah! Junge! Zeig dich vor der Kamera, mein Freund. Wunderbar, Junge. Ein kleinen Pornobalken hat er auch. Jota. Butz, Junge. Isaac, Killer. Geht doch. Nein. Aber typisch 90. Minute wieder, glaube ich, ne? Und Guerrero kommt. Ah, pfeift ab. Alter. Also das erste Spiel war schon gut, ey. Muss ich sagen, war echt nice. Und ja, ich würde sagen, wir gehen gleich ins zweite. Wir gucken mal, wie unser Isaac abgeschnitten hat. Also zwei Tore hat er gemacht. Nice. Sehr, sehr, sehr geil. Und ja, ich würde sagen, also hat er mir echt gefallen. Hätte ich nicht gedacht. Und für einen Silberspieler, allerdings, ne, für einen Silberspieler, hat einen sehr guten Abschluss im Spiel. Und wir gehen jetzt ins zweite Spiel hinein und gucken, wie wir uns da schlagen. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Sieg. So, Gegner gefunden. Heißt Beast Alex 30 Connor 29. MSV Duisburg. Also wir spielen in Schwarz. Und Team sieht krass aus. Stimmt, war die Musa. Musa hat doch jetzt ein Dings bekommen. In Form. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil aus, Alter. Keine Frage. Ja, komm, wenn ich schon die Verteidigung sehe, Aspi und David Lewis und Bego. Muss schon kranken. So, und komm. Und Isaac! Isaac! Oh! Nein! Vollidiot. Kante. Kagawa. Shinji. Spiel ab! Du Japanese. Kagawa. Wunderbar. Jetzt. Kagawa. Isaac. Kagawa. Isaac. Nein. Isaac, schöner Pass und nein. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Und einmal hoch, einmal runter. Isaac. Isaac, oh blöd. Isaac. Junge, Silberspieler Pornobalken, ist da? Junge, der sieht aber auf jeden Fall sehr alt aus. Nicht wie 14, 15, 16, 17, ich weiß nicht, wie alt er ist. So. Oh mein Gott. Marcel, schaust du? Marcel, was ist mit dir verkehrt, Junge? Isaac! Schneid dich raus. Ach, das ist gut. Und Pulisic, ganz stark, Junge! Ganz stark! Machen wir mal mit dir. Isaac. Passt. Jetzt. Oh mein Gott! War das nicht der Guerrero? Oh! Golasso! Rafael Guerrero. Schönes Ding, Alter. Schön. Guerrero.
Isaac, Junge! Was ist mit der Maschine, Alter? Guck mal, wie groß der ist. Habt ihr gerade gesehen? Kagawa, Junge. Alter, Isaac, Killer. Und ihr seht's. Junge, Isaac. Isaac regelt. So, jetzt gucken wir mal. Ja, guck mal, 7 Schüsse. Safe, Junge, safe. Isaac Ida. Ich glaube, Isaac hat sogar 2 Tore. Ja, also Isaac hat 2 Tore. Jetzt gucken wir mal, wie weit Isaac. Nicht wundern, ich habe die Beschreibung. Ich wollte noch mehr SA machen, aber irgendwie ging es nicht. Keine Ahnung. So, wir gucken jetzt nochmal von Isaac die Statistik an. Und der Isaac hat 2 Spiele, 4 Tore, 1 Vorlage. Es ist schon mega krass. Also 67er, also der lässt sich echt geil spielen. Wendigkeit ist so ein bisschen lala, Physis ist lala, Abschluss Bombe. Gut, wir haben ihm natürlich jetzt Hunter gegeben, da kriegt natürlich einen separaten Push. Also ich muss ehrlich sagen, das ist, soll ja einer der größten Talente oder jungen Talente sein, die jetzt eigentlich der Fußball bietet. Da gehört Isaac dazu, Dembélé gehört dazu, Emre Mor gehört dazu. Und ich will gibt es ja, weiß ich nicht, noch ca. 30, 40 andere. Und ich hoffe natürlich, dass Isaac genau so einschlägt wie bei mir. Und dann hat Dortmund eigentlich einen neuen Knipser und wir brauchen unseren Auber nicht. Wie geil ist das denn? So, das war's von mir. Falls euch das Video gefallen hat, ihr wisst natürlich, wie es abläuft. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Mein Motto ist das, Support ist kein Mord. Und ja, das war's von mir. Falls ihr Bock habt, folgt mir auf Insta und ist auf jeden Fall irgendwo alles in der Beschreibung oder irgendwo am Banner. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.